Ja, moin Leute, ihr seht schon im Titel, was es heute für ein Video ist, und mich haben wirklich viele Leute gefragt, hey, kannst du nicht mal bitte wieder ein Video machen, ein What's on my iPad Video? Wir haben jetzt hier uns das neue iPad gekauft und wir würden gerne wissen, was hast du denn so auf deinem iPad, was kannst du da empfehlen und was hast du denn überhaupt drauf? Und deswegen möchte ich heute ein What's on my iPad Video machen, nachdem mal wieder 6 Tage lang kein Video kam, weil ich einfach nichts geschafft habe. Fangen wir direkt an mit dem Dock. Wenn man das anguckt, wir haben also hier die E-Mails, weil ich doch relativ viele E-Mails bekomme. Also was heißt relativ, vielleicht, 10 E-Mails am Tag oder so. Also es hält sich noch in Grenzen. Dann haben wir den Safari-Browser, mein regulärer Internet-Browser. Es gibt ja auch noch Opera Mini, den ich allerdings nicht mehr drauf habe, weil ich den einfach nur bekloppt finde, weil er kein, also ich weiß nicht, ich mag ihn nicht. Aber Opera Mini könnte ich auch installieren, aber ich habe ja nur 16 GB und da ist, wenn man dann 2-3 Filme drauf hat, ist dann da auf einmal alles voll. Dann haben wir natürlich den App Store, die N24 App, die ich immer noch die beste Nachrichten-App finde, meiner Meinung nach. Also immer noch die, die irgendwie am besten funktioniert, den meisten Charme hat, finde ich immer noch am besten. Lädt zwar am Anfang kurz, aber wenn das dann geladen hat, dann sieht die wirklich gut aus. Und ich habe eben alle News, kann hier direkt durchscrollen, hier oben durch die ganzen Sachen oder hier unten auch direkt im Menü aufrufen, zum Beispiel hier Multimedia, was mich jetzt da gerade interessiert. Und habe dann immer die kleinen Vorschaubilder und kann hier eigentlich überall lang scrollen, selbst hier oben kann ich scrollen, auch hier kann ich scrollen. Meiner Meinung nach eine der besten News-App für iPhone, iPod Touch und natürlich das iPad. Ja, und daneben haben wir jetzt noch den Tweetbot, Twitter-Client. Meiner Meinung nach der beste Twitter-Client, den es zurzeit gibt. Ich hatte eine ganze Weile lang Osfora, der hier direkt oben drüber ist. Aber Osfora nutze ich deswegen nicht mehr, weil es doch ab und zu Probleme hatte. Man hat die Menschen zuerst geladen, dann waren auf einmal die ganzen anderen Sachen schon gelesen und so. Und da war ich dann nicht ganz so zufrieden und deswegen bin ich jetzt auf Tweetbot umgestiegen. So, dann fangen wir jetzt auch mit den richtigen Apps an. Also neben natürlich den Nachrichten und diesen ganzen Standard-Apps, die hier oben in der ersten Leiste sind, finden wir dann hier unten die Facebook-App. Ich muss allerdings sagen, ich nutze sie kaum. Ich benutze sie eigentlich nur, um Facebook-Push zu bekommen. Also, dass ich eine Neuigkeit bekomme, wenn jemand irgendwas auf Facebook mit mir veranstaltet. Dann haben wir natürlich neben der Musik-App die Pages-App, damit man auch mal was schreiben kann. Die kann ich nur empfehlen, die ist wirklich mit viel Liebe auch von Apple entwickelt. Sehr schön gemacht natürlich jetzt auch mit dem Update für die HD-Grafiken. Alles auch für das neue iPad bereit. Dann haben wir daneben NBC, können wir auch einfach mal ganz kurz starten. Das ist so ein Fernsehdienst aus den USA. Ich muss sagen, ich habe ihn selber noch nie getestet. Ich habe die App eigentlich nur drauf und weiß auch gar nicht, warum ich sie euch jetzt gerade zeige. Weil es eigentlich ein US-Sender ist und hier kann man sich jetzt eben verschiedene Sachen zu US-Serien und so angucken, die es da gibt. Also ganz nett gemacht. Aber in Deutschland nicht ganz so viel nützlich. Aber wen das interessiert, der kann hier gerne mal reingucken. Ist zwar alles Englisch, aber es macht Spaß. Dann haben wir hier das Fotopad. Das ist meiner Meinung nach eine der besten Fotobearbeitungsprogramme, was gratis ist. Es gibt ja auch noch Photoshop Touch. Das läuft allerdings nicht auf dem iPad 1, was ich hier vor mir habe, weil ich habe ja immer noch das ganz alte iPad. Also was heißt das alte? Mein Vater wird sich aber das, oder hat sich das neue iPad gekauft, das ist noch nicht da, weil er es ein bisschen spät bestellt hat. Aber deswegen werde ich dann nochmal ein Testvideo haben, iPad 1 gegen 2 gegen 3. Also sozusagen, weil es ja dritte Generation ist. Also hier kann ich jetzt meinetwegen ein Bild auswählen und direkt bearbeiten. Ziemlich coole Sache, also ich nehme mir einfach mal irgendein Wallpaper, meinetwegen das hier. Und dann kann ich hier mit den Tools rumspielen, kann das zum Beispiel einfärben. Das war doch einfärben. Ja, man sieht jetzt hier nicht ganz so viel Veränderung. Aber man kann es hier dann mit der Farbe füllen. Und dann kann man hier noch andere Farben auswählen. Ist jetzt nur so ein Beispiel. Also wenn ich jetzt hier grün gehe, dann sieht das eben so aus. Und dann kann man das hier als neues Bild speichern und dann in die Fotorolle speichern, wenn man das gern möchte. Also meiner Meinung nach eins der besten Fotobearbeitungsprogramme, weil es eben auch kostenlos ist und gut funktioniert und sehr zuverlässig arbeitet. Also könnt ihr euch ruhig mal angucken, das Fotopad. Daneben haben wir meine schon berüchtigte Hörbuchbibel. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, Mensch, eigentlich könnte man das ja mal machen aus Spaß und bin jetzt gerade dabei, mal die ganze Bibel durchzuhören. Klingt jetzt unverständlich, andere hören andere Hörbücher wie, weiß nicht, Narnia oder Aragon oder sowas. Ich höre eben jetzt mal die Bibel. Dann haben wir hier Backgrounds.
Eine der schönsten Apps für Hintergrundbilder, die aus dem Internet rausgesucht werden und die kann man sich dann direkt auf sein Gerät herunterladen. Also die werden hier geladen und das zum Beispiel das hier sieht schön aus, klicke ich einfach drauf und dann kann ich hier oben in der Ecke auf Save klicken. Und wenn ich das gemacht habe, dann wird das Ganze hier gespeichert, heruntergeladen und ich kann mir das Ganze dann direkt in meiner Foto-App ansehen. Also hier, also gut, ich kann es auch einem Kontakt hinzufügen oder per E-Mail senden und dann einfach in den Fotos kann ich das Ganze hier direkt auswählen und dann auch als Hintergrundbild setzen, wenn ich das gerne möchte. Also gehe ich dann hier ganz runter und dann haben wir hier unten das Foto. So, haben wir das Foto und jetzt können wir das ja meinetwegen hier einfach mal als Hintergrundbild setzen für beide und dann einfach verwenden und schon haben wir ein neues Wallpaper. Und ich denke, die App wird auch bald geupdatet, beziehungsweise gibt es dann auch Wallpapers für das neue iPad. Dann wie gesagt, das Fora HD, mein Twitter-Client, den ich inzwischen nicht mehr nutze. Einfach, der hat zwar viele schöne Funktionen, die auch Tweetbot teilweise nicht hat, aber Tweetbot läuft einfach besser und mit der Accountverwaltung finde ich der Tweetbot besser, weil ich habe ja zwei Accounts, einmal den @ValentinMoella und einmal den @iTouchTester, also könnt ihr mir meinetwegen auf beiden folgen, wenn ihr wollt oder auch nicht, ist mir eigentlich egal, ich versorge euch damit News, wenn ihr das gerne wollt. Dann kommen wir jetzt zu den App Store Apps, also die App Store Apps, die nicht auf der ersten Seite mitstehen, da haben wir hier als erstes oben die iPhone-Suche. Und damit kann ich jetzt zum Beispiel mein iPhone oder auch das iPad orten, falls mir eins davon verloren gehen sollte, was natürlich beim iPhone wahrscheinlich ist. Logge ich mich ein und kann die ganzen Sachen einsehen. Dann haben wir die Freunde-App, damit kann ich meine Freunde orten, wenn ich denn welche hätte. Dann haben wir hier die Box.net-App. Das ist sowas wie Dropbox und da konnte man mal eine Zeit lang, wenn man sich dort eingeloggt hat, hat man direkt 50 Gigabyte auf Lebenszeit bekommen. Und das habe ich natürlich einfach mal gemacht und ist eine ganz coole Sache. Ist eben sowas wie Dropbox, nur ohne Synchronisation. Dann haben wir hier nur noch den Zeitungskiosk. Natürlich Dropbox, wenn man schon von Boxnet redet, dann natürlich auch von Dropbox. Und dann direkt nebenan die GarageBand-App, die allerdings auf dem iPad 1 wirklich nicht so schön läuft. Also da gibt es definitiv schönere, also Sachen, die besser laufen. Aber auf dem iPad 2 und dem neuen iPad sollte GarageBand richtig flüssig und gut laufen. Also mit flüssig meine ich, wenn ich jetzt verschiedene Liedabschnitte habe und die überspringe ich, dann hängt das schon mal im Bild sowohl, also im Ton habe ich es glaube ich noch nicht erlebt, aber im Bild auf jeden Fall. Und es lädt sehr lange. Dann haben wir hier noch Flight Control von den Machern von Real Racing, die inzwischen jetzt von EA aufgekauft wurden. Auch eine sehr schöne App, die ich mir letztens mal gegönnt habe. Und dann haben wir hier noch Radio FX. Und damit könnt ihr ziemlich viele verschiedene Online-Radios hören. Also meiner Meinung nach eine ziemlich coole Sache. Ich bin ja hier Fan von Raute Musik. Also Raute Musik, wer das kennt, könnt ihr ja mal reinschauen. Ist eine der besten Online-Radiosender, meiner Meinung nach. Und da gibt es auch für jeden Geschmack was dabei. Dann haben wir hier unten Process Killer. Process Killer hatte ich schon mal ein Video dazu gemacht. Und dann in dem Moment, als ich das Video online gestellt habe, war die App im App Store nicht mehr verfügbar. Ihr seht also hier oben den RAM und wenn ihr hier runterzieht, dann wird der RAM bereinigt. Und man hat sozusagen einen freien RAM. Ist zum Beispiel praktisch, zum Beispiel beim iPod Touch 4G, der nur 256 MB RAM hat. Wenn man da Spiele wie Infinity Blade oder so spielt, die viel Anforderungen haben und natürlich dementsprechend auch Sachen in den Arbeitsspeicher laden müssen. Oder auch auf dem iPad 1. Da bringt das natürlich was, wenn man dann ab und zu mal den Arbeitsspeicher leert. Also man kann natürlich auch neu starten, das hätte denselben Effekt und theoretisch sollen die Apps auch den Arbeitsspeicher, den sie brauchen, von anderen Apps wegnehmen, die im Hintergrund laufen und diese dann sozusagen damit schließen. Klappt aber nicht immer perfekt, vor allem nicht, wenn man dann Jailbreak hat und irgendwelche Sachen, die im Hintergrund laufen. Da kann ich diese App hier empfehlen. Daneben haben wir die Minecraft Pocket Edition. Ist ganz nett geworden jetzt mit dem Update, dass da auch Tiere mit rumhüpfen, aber ist natürlich nichts im Vergleich zur PC-Version. Daneben haben wir Cydia. Ich muss sagen, Cydia benutze ich auf dem iPad eigentlich gar nicht. Ich habe es nur damals, weil ich eben das iPad gejailbreakt habe, um das Video zu machen, gejailbreakt und seitdem ist Cydia hier noch drauf. Weiter geht's mit Shazam. Wenn jetzt hier im Radio was kommt, wenn ich mal Radio höre, kann ich das damit aufnehmen oder auch mal ein Lied, wo ich nicht weiß, was das ist. Dann kann ich das Ganze mit Shazam einfach mal nachgucken. Dann geht es weiter mit Semi-Tether. Den Tweak hatte ich schon gezeigt im Video für den Untethered Jailbreak. Damit kann man sozusagen den Jailbreak Semi-Tethered machen, dass man sozusagen wieder hochfahren kann und einen Teil der Funktionen, die wichtigsten, mitnutzen kann.
Dann haben wir hier noch die offizielle Twitter-App. Die habe ich eigentlich nur drauf, damit ich auch Fotos vom iPad aus posten kann, weil dazu brauchen wir ja die vorinstallierte Twitter-App. Hier haben wir dann Boost 2. Wer Boost 1 kennt, ich kann das hier auch aus Spaß einfach mal starten. Ist eine sehr, sehr coole App. Ein sehr, sehr cooles Spiel, bei welchem man durch Lenken verschiedenen Sachen ausweichen muss. Ist wirklich cool gemacht. Ich mache mal hier ganz kurz den Ton aus. Und dann nehme ich jetzt einfach mal hier meinetwegen Time Trial. Und dann seht ihr jetzt hier so eine Röhre und ich muss versuchen, diesen Dingern hier auszuweichen, die hier kommen. Und eben so viele Punkte wie möglich zu schaffen oder auch in der Zeit, also ich habe jetzt hier ja gerade ein Spiel auf Zeit, so viele Punkte wie möglich in dieser einen Minute zu schaffen. Oder wenn ich auch Boost bekomme, dann verlängere ich auch die Zeit, und wenn ich natürlich irgendwo dagegen ramme, dann ist das Ganze hier zu Ende. Dann haben wir unten das erste Spiel, was ich auf meinem iPad hatte, als ich es bekommen habe. Das ist Mirror's Edge. Und naja, Mirror's Edge sollte euch was sagen, wenn ihr ab und zu mal am Computer spielt. Schöne Sache. Ich mag's. Also ist immer noch ein Spiel, was Spaß macht. Ist einfach gehalten, aber es macht sehr viel Spaß. Daneben folgt Keynote. Sozusagen die Ergänzung, das PowerPoint fürs iPad. Sehr schön gemacht und hat auch echt nette Übergangseffekte. Dann haben wir hier WSOP für World Series of Poker. Und ist eben ein Pokerspiel zum Poker trainieren oder auch spielen gegen andere, aber auch gegen den Computer und auch Leute im Internet natürlich. Dann haben wir DICT-CC, der Offline-Übersetzer, den ich eigentlich nur auf dem iPhone hatte und der deswegen auch auf dem iPad gelandet ist. Und eine Lesebibel, falls man mal in der Bibel lesen möchte. Und zu guter Letzt folgen hier noch zwei Programme. Das sind Skype und Photoshare. Mit Skype sollte, glaube ich, klar sein, was man damit machen kann. Und Photoshare ist ein Programm, über das man über Bluetooth ganz einfach Kontakte und Fotos austauschen kann. Was ich wirklich ziemlich cool finde, weil es ziemlich gut gemacht ist und eigentlich auch immer tadellos funktioniert. Das ist es zum What's on my iPad, zu meinem iPad. Das habe ich auf meinem iPad. Ihr könnt gerne eine Videoantwort dazu posten. Damit gebt ihr anderen Leuten die Chance, eure Videos zu gucken und auch dementsprechend zu reagieren, neue Apps kennenzulernen. Wenn ihr noch mehr wollt, ich habe einen Freund, der hat ein iPad 2 und der nutzt das iPad wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als ich, weil ich nutze es ja hauptsächlich für Twitter, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und dann lassen wir auch den mal die Apps auf seinem iPad vorstellen, weil es geht ja immer um die Apps, die man gern dazu haben möchte. Und ja, wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Kommentar, über jede Bewertung von euch. Natürlich dürft ihr auch gerne abonnieren, wenn ihr mehr Videos wie diese haben wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, macht's gut. Ciao.